Dieser Fachartikel hat die Überschrift Rainbows of the Mind. Dieser Fachartikel ist von Rick Snyder, einem Psychologieprofessor, klinischen Psychologen, der die sogenannte Hope Theory entwickelt hat. Und auch das ist schon eine ganze Weile her. 2002 ist dieses Paper erschienen. Nur zur Erinnerung, wann wurde die positive Psychologie ausgerufen? 98. Bei solchen Meilenstein-Papers kann man davon ausgehen, dass sich die Erfinder mindestens 5 bis 10 Jahre im Vorfeld sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Diese Zuversicht besteht für Rick Snyder aus 3 Komponenten. Erstens, in Zielen denken, nicht in Hindernissen. Sondern wo ist der Leuchtturm, wo ist die Vision, wo soll es hingehen? Die Ziele können ganz klein sein. Wie erreiche ich morgen meinen Bus oder wie erreiche ich heute Abend meinen Zug oder wie auch immer. Die Ziele können ganz groß sein und dann sind es Ziele, wo ich vielleicht sogar mehr als ein Leben bräuchte, um sie zu erreichen. Aber sie haben trotzdem eine solche Strahlkraft, dass sie mich mitziehen und mich begeistern und mich zu einer besseren Version meiner selbst werden lassen. Auch das ein wunderschönes Fredrickson-Zitat. Better version of ourselves. Denken in Zielen. Die zweite sozusagen Zutat ist das Denken in Wegen. Snyder war ein sehr pragmatischer psychologischer Forscher, der sich nicht mit der Zielanalyse allein zufrieden gibt, sondern der ganz genau die Menschen befragt hat, wie kommt ihr dahin? Wann funktioniert es? Wann funktioniert es nicht? Wie macht es euch leicht? Wie macht es euch schwer? Und das sind Fragen, die in jedem Coaching immer wieder gestellt werden. Und schließlich, Denken in Wirksamkeit. Ich weiß, wo ich hin will, ich habe auch eine Idee für den Weg. Bloß es ist halt nicht mein Weg. Dann ist es eben nicht meine Wirksamkeit. Sondern mir einen Weg zu suchen, den zu bauen, den zu finden, bei dem ich mich als wirksam erlebe und der mir auch Stück für Stück mich erleben lässt, dass ich mich meinem Ziel nähern kann oder mich von ihm entferne, das bedeutet Wirksamkeit. Ziele, die Zuversicht stärken, sind die, die positiv formuliert sind, weil sie damit unser Annäherungssystem sowohl kognitiv als auch physiologisch als auch emotional aktivieren. Sie helfen uns dabei, dass wir eher explorieren, statt uns zurückzuziehen. Sie helfen uns dabei, dass wir uns neugierig mit der Welt in Beziehung erleben. Und dadurch haben wir einfach mehr Chancen, diese Ziele zu erreichen, als wenn wir uns vorsichtig und sorgenvoll zurückziehen. Multisensorisch, gehirngerecht, auch das ist etwas, was in vielen Coaching-Vorgehensweisen, Ausbildungen immer wieder vermittelt wird. Ziele sollen gehirngerecht sein. Wie macht man sie gehirngerecht? Indem man sie in verschiedenen Sinnessystemen abbildet. Warum? Weil wir dann einfach mehr von unserem Hirn nutzen. Wenn wir das Ziel nicht nur als Satz haben, der eher abstrakt im Sprachzentrum verarbeitet wird, sondern wenn wir das Ziel auch mit einem Zielgefühl verbinden können, das wir innerlich erleben, wenn wir so uns vorstellen, wir sind an diesem Ziel, dann haben wir einen ganz anderen Bereich in unserem Hirn dabei, dann haben wir das limbische System nämlich aktiviert. Und zwar das, das uns den Rückenwind gibt. Wenn wir uns zusätzlich noch vorstellen, wie wir uns fühlen werden am Ziel, wenn andere Menschen mit uns entweder dort angekommen sind oder uns dort begrüßen, dann haben wir das Beziehungssystem aktiviert. Auch das sind wieder andere Hirnareale. Das heißt, je lebendiger und je vielfältiger, je facettenreicher wir unser Ziel uns vorstellen, verfügbar machen, repräsentieren, umso mehr nutzen wir unser Hirn. Und ich liebe diesen Satz von Gerald Hüther, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden. Also das ist also eine Idee, wie es gehen kann. Nun zu den Wegen. Pathway Thinking, worauf kommt es denn da jetzt an? Die Schwierigkeit bei der Zielerreichung ist ja oft die, dass wir zwar das Ziel formulieren können, aber, so ähnlich wie bei einer Bergtour, ich ja den Weg nicht in seiner Gänze schon von vornherein sehen kann. Ich sehe ja nur, metaphorisch gesprochen, bis zur nächsten Wegbiegung. Und deswegen braucht es bei diesem Denken in Wegen noch ein paar zusätzliche Kompetenzen, Charakterstärken und Skills, als da wären Kreativität, Klarheit und Strategien. Da geht es also um das Wie. Nicht was will ich erreichen, sondern wie komme ich dahin. Kreativität ist deshalb gefordert, weil viele Wege führen zum Ziel. Und je mehr dieser Wege ich mir am Anfang öffne,
umso wahrscheinlicher ist es, dass ich auswählen kann, welcher dieser Weg nun wirklich der ist, der meiner ist, der mich nicht übermäßig belastet, sondern vielleicht sogar beflügelt.